Und damit herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer, liebe Freunde. Wir machen hier weiter. Zwei Parts mache ich noch, den hier und den nächsten. Und dann sind wir durch. Und ich hoffe, bis dahin sind auch einige Transfers durch. Ich gehe jetzt erstmal ins Spiel. Eine Änderung habe ich noch vorgenommen. Shigerzi bekommt jetzt eine Pause und Darida mal wieder von Anfang an. Ansonsten, wie gesagt, durch Stocker und Stocker-Rotsperre und Brooks Verletzung mussten wir da Stark und Baumi in die Partie bringen. Was aber keinerlei Schwächung darstellt, denke ich. Zur Ausgangslage, wir sind immer noch Zweiter, haben 9 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg, die wir jetzt gern auf 12 ausbauen würden, damit mindestens Platz 3 und somit die Champions League für Hertha sicher ist, wie in echt quasi fast, bloß dass der Vorsprung da nicht so extrem ist. Und hier sehen wir schon Baumi zurück in der Startelf. Und ja, dann gehen wir mal rein. Für Ibisevic hat man ja ein Angebot vorliegen. Oh Mann, das ist ja ein denkbar guter Start. Gegen Wolfsburg können wir jetzt auch wieder mehr pressen. Das gefällt mir sehr und kommt, glaube ich, unserer Mannschaft auch entgegen. So, Plattenhardt löst das ganz ruhig. Wolfsburg hat Adebayor gekauft. Ja, Siggi. Ja, Siggi, der Adebayor. Kalou wird geschickt, kriegt den Ball auf. Was ist das denn gewesen? Warum wurde der Kalou auf einmal langsam? Habt ihr das gesehen? Der war deutlich vor Luis Gustavo und auf einmal so, nee, ich habe keine Lust mehr, oder was? Schöne Grätsche hier, absolut fair. Halt die Fresse, Wolfsburg. Jetzt komme ich wieder nicht an den Ball. Oh oh, das hagelt Gegentor. Oh. Kraft ein bisschen unkonventionell, wie das aussah. Schuss von Max Arnold. Auch ein interessanter Mann, aber... Oh, jetzt hat er wieder keine Arme. Der Maxi Arnold. Oh, nee. Ernsthaft, ist es wieder so weit, dass die Wiederholung stört? Es ging jetzt... Wie viele ging das gut? Ein paar Parts, glaube ich. Ja gut, hier können wir den nicht stören. Das finde ich so genial. Das ist wie beim Abstoß. Wenn der Torwart den Abstoß macht, du darfst da nicht angreifen. Warum ist hier die Mitte offen? Und warum ist hier überall offen? Schöner Ball auf Haraguchi. Jetzt ist er schneller als... Ja, guck mal, der Luis Gustavo holt uns schon wieder ein. Das ist witzlos. Ey, das ist ein Foul. Das ist ein Foul. Der grätscht mir von hinten in die Beine. Ist es wieder so weit, ja? Es ist doch zum Kotzen, Mann. Klares Foul. Meine Fresse, ist das zum Kotzen, ey. Würden die Schiris hier mal vernünftig pfeifen, es wäre schön. In FIFA gibt es einfach für jeden Scheiß einen Elfmeter, weißt du, weswegen auch die ganzen FIFA-Let's Player immer in den 16er dribbeln, um sich dann faulen zu lassen. Und hier kriegst du einfach für nichts, nichts, für gar nichts, kriegst du hier irgendwas. Ja, guck mal, der hält mich schon wieder. Das ist ein Foul, jetzt reicht es doch langsam mal, Mann. Ich bin auf 3000, Junge. Gibt keine Karte, ne, für ein Foul von hinten. Keine Karte, das ist lächerlich. Könnt ihr das gerne nochmal in der Wiederholung ansehen, wenn das keine Karte verdient hat. Ich weiß es nicht, der Ball ist weg. Schellbrett kann abschließen. Das muss eine Karte sein. Das muss einfach eine Karte sein. Beim besten Willen, das muss eine Karte sein. So. Ball abgelegt auf Schellbrett, der den Ball ursprünglich hatte. So habe ich das nämlich gestern. Seit gestern mache ich die Freistöße fast konsequent nur kurz. Und wenn er dann so viel Platz hat und da keiner angreift, ist das die 1:0 Führung für Hertha. Schön hier, dass die Mauer erst eine Stunde höher, Stunde später höher springt. Wunderbar, soll mir fucking egal sein. Das ist sowas von verdient. Also nicht, dass wir jetzt viele Chancen vorher gehabt hätten, aber... Aufgrund der vielen Fouls der Wolfsburger ist das schon, denke ich, okay. Jetzt muss ich mich wieder beruhigen. Wir führen 1:0, ausgleichende Gerechtigkeit.
Einfach cool down. Emana läuft ins Aus. Den haben sie sich auch gekauft. Emana und Adebayor. Kalu schickt hier Pekarik. Der wird aber fair gekrätscht von Luis Gustavo. Auch wenn er sich ein bisschen beschwert. Luis Gustavo war am Ball. Leider Gottes. Das haben wir doch geahnt über Plattenhardt. Zwar dann nicht so geklärt, wie ich es gern gehabt hätte, aber immerhin war mal dran. Das ist auch gut. Ich kann hier drücken, was ich will. Der lässt den Ball nicht los. So, den haben wir umgesetzt. Stark attackiert hier den Adebayor. Ah, wir kommen einfach nicht an den Ball. Weg damit. Ibisevic liegt ab, aber der wird nie ankommen. Ich hatte den Ball schon, ne? Es ist manchmal echt zum Kotzen. Ach, Kalu, du springst doch hoch. Warum gehst du denn da nicht an den Ball? Oh. 1-0 zur Halbzeit. Nehmen wir einfach mal so mit. Wir haben weniger Ballbesitz. Das ist, ja, weniger Ballbesitz als gegen die Bayern. Dann wechseln wir mal noch ein bisschen. Schonen auch Langkamp noch mal. Und starten die zweite Halbzeit. Ibisevic und Kalu wirklich abgetaucht. Aber gut, mein ganzes Offensivspiel war ein bisschen mau. Abseits. Verdammt. Einfach zu spät gespielt. Deutlich im Abseits auch noch. Phoenix. Oh, Schieber, mach doch da mit. Dann haben wir den Ball. Unser Ball, ganz ruhig, ganz ruhig. Mal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Schieber, schöner Ball auf Darida, Darida, Vladimir, Darida, schießt aber irgendwie dann doch nicht. Keine Lust gehabt oder ich weiß es nicht. Haraguchi vielleicht mal mit einer Flanke und da segeln alle vorbei. Nachschuss, Schieber, Pfosten, oh, aus dem Winkel. Hätte ich nie gedacht, dass der überhaupt aufs Tor kommt. Wahnsinn. Randa, sehr schön. Stark, ganz ruhig. Lustiberger, Lustenberger, Weiser. Schickt Schieber gegen Dante. Kann er sich gut durchsetzen, aber dann ist der Ball leider im Aus. Konnte ich auch nichts mehr machen, hat Dante dann im Endeffekt doch gut gestört. Oh. Komm, ins Pressing da oben. Was ist mit dem? Warum macht der das nicht? Unten war gerade alles frei. Gott sei Dank hat man das auf Wolfsburger Seite nicht so gesehen. Oh oh. Torwart, danke. So, ein bisschen Zeit geschunden. Weiser kommt gut entgegen.
Das ist ein Foul. Ich ziehe extra noch zurück, wenn ich die Grätsche kommen sehe. Und natürlich pfeift der wieder kein Foul, ne? Ist einfach lächerlich manchmal. Es ist lächerlich. Ja, das pfeift er als Foul, wo ich Ball spiele. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, okay, ich spiele keinen Ball, aber trotzdem. Pfeif mein Foul auch, Junge. Es ist doch zum Kotzen, ey. Immer dieses mit zwei Dingern messen, weißt du? Torwart will da gar nicht hin. Ja, Arnold, das war ein bisschen zu frech. Schieber, Ball halten bitte. Haraguchi, letzter Sprint, bevor er gefoult wird. Nee, wird nicht gefoult, Wahnsinn. Haraguchi macht das super, aber in der Mitte steht wieder keiner bereit. Ah, kriege ich den Ball nicht kontrolliert mit Haraguchi. Heute wieder ein schwaches Spiel von ihm. Wichtig von Plattenhardt. Und dann holt er den Einwurf raus. Weltklasse. Wir sind in der Nachspielzeit, wenn mich nicht alles täuscht. Pfui. Dreckiger Sieg, aber auch das dürfen wir uns mal erlauben. War jetzt überhaupt nicht schön anzusehen. Aber wir halten Wolfsburg auf Abstand. Und ich denke, es geht so in Ordnung, der Sieg. Hatten jetzt zwar dann weniger Ballbesitz und von den Chancen her identisch, aber die kämpferisch stärkere Mannschaft hat hier gewonnen und die reiferere Mannschaft. Und von daher dreckiger, aber ein Sieg. Ne? Das ist ja was zählt. Nachdem uns gegen Bayern die Punkte geklaut wurden, völlig zu Unrecht, wie ich immer noch finde, Schalke schlägt Hannover 4-2, Ingolstadt schlägt Stuttgart 3-0, Hoffenheim schlägt Darmstadt 1-0, Köln und Bremen 0-0, Augsburg Mainz 0-0, Leverkusen Frankfurt 0-0, Dortmund im Borussenduell gegen Gladbach 1-0 und Bayern schlägt Hamburg 4-2. Damit haben wir den Vorsprung vor Wolfsburg enorm ausgebaut, aber die sind jetzt nur noch auf Platz 6. Und Dortmund rückt dann auf deren Stelle. 7 Punkte hinter dem Bayern-Simmer. Ich glaube, da brauchen wir keine Ambitionen haben. Die haben bisher 13 Spiele, 13 Siege. Ist eine weiße Weste, muss man auch mal sagen. Ibisevic aufgrund des Alters um einen Punkt schwächer geworden. Tja, schade, dass ich das zu spät gemerkt habe, dass auch unter 20 Millionen vielleicht akzeptabel sind für Ibisevic. Wird bestimmt scheitern bei Köln. Behrens ist gescheitert. Warum das denn? Das war das erste Angebot. Ihr seid doch lächerlich. Wenn da steht 90%, warum scheitert das denn dann? Also manchmal verstehe ich das nicht. Hitozario will Kalou. Dann schauen wir auch mal. Feyenoord und Schalke. Schalke lehnen wir natürlich dankend ab. Feyenoord wäre halbwegs interessant, aber wir bleiben natürlich bei der Hertha. Kalou 10 Millionen, das ist lächerlich. Da müssen mindestens 15 her. Und für Ibisevic hoffen wir, dass es nicht scheitert. Und dann würde ich sagen, ein Part machen wir noch. Ich danke sehr fürs Zuschauen. Und ja, als nächstes gegen Hoffenheim sollte auch machbar sein. Am 12.12. findet das Spiel statt. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir uns gegen Hoffenheim schlagen. Und ja, ihr könnt gerne noch Kommentare schreiben, welche Transfers soll ich noch tätigen. Noch habt ihr Zeit. Noch kann ich eure Kommentare berücksichtigen. Wie lange das noch so ist, weiß ich nicht. Von daher schreibt es lieber jetzt als gar nicht. Und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Ich danke und sage bis dahin. Ciao, ciao, euer Spiel Fakti.
should be on their guard today. We're really on our way, yeah. And every song on our stereo can make a party start and really glow. Just come along, come along, yeah. We are here for fun. We want you all to enjoy the car. Let's get together, party all together. Party all day long and party all the night, no stop. Let's get together, party all together. We don't care if you're in school, screw your day job. Yeah, we really need to go now. Our friends, they will take a look at today. They all will join, it's great. We're really on our way, yeah. Don't you bail now, no, it's sad. Cause today's the day that all our friends will join. That's why.